Hallo Leute, heute möchte ich mit euch verkreuzte Pfeilmaschen stricken. Dazu habe ich schon mal angefangen ein Stück, weil linke und rechte Maschen, denke ich, kann man mittlerweile. Wir stricken in der ersten Reihe links, die zweite, die Rückreihe stricken wir rechts und vorne wieder links. Und jetzt bin ich gerade dabei, die vierte Reihe zu machen, und die vierte Reihe sagt: Wir nehmen zwei Umschläge auf die Nadel, halten die hier fest und stricken einmal eine Masche links. Und das machen wir die ganze Reihe durch. Zwei Umschläge auf die Nadel nehmen und links stricken. Das ist eigentlich gewöhnungsbedürftig, sage ich mal mit einem Umschlag da drauf. So. In dem Fall, wie ich es jetzt mache, ich nehme drei. Jetzt stoppe ich den nicht. Ich nehme im Prinzip drei Maschen, die ich verkreuze, heißt. Nachdem wir die Fallmaschen aufgenommen haben und umgedreht sind, lassen wir sie wieder fallen und nehmen sechs Maschen runter. Ups, 3, 4, lassen die Umschläge fallen, 5, 6. Dann ziehen wir die 6 rauf und nehmen die ersten 3 und ziehen sie über die letzten drüber und nehmen sie wieder auf die Nadel drauf. Anschließend stricken wir sie rechts. Und ziehen der ganze nochmal. Ich habe schon mal einen davor vorbereitet. Ihr seht, es sieht eigentlich ganz toll aus. Das machen wir nochmal. Wir lassen die Umschläge fallen, nehmen die Maschen auf. 6 Stück an der Zahl. Hier runter. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt. Nein, habe ich nicht. So, und dann gehen wir wieder die 3 von vorne über die letzten 3 rüber und nehmen die wieder auf die Masche drauf, auf die Nadel drauf. Schieben das Ganze wieder vor und stricken rechte Maschen. Und ziehen. Kommt eine echt schöne Kante. Oh ja, sieht toll aus. Für einen Pullover finde ich hier ganz süß, also wirklich schön. Oder auch bei Kleidern unten vielleicht noch mal was dran machen. Bin da gerade über ein Projekt, was ich ganz süß finde. So habe ich noch eine Spitze unten dran gehäkelt. Von daher ist es halt mal was anderes. Na, wie oft haben wir das mitgezählt? Ich nicht. Mhm. Nein. Sind noch nicht alle drauf. 6 und na, jetzt habe ich meine Nadel zu weit hinten. Irgendwie habe ich gerade eine Masche nicht mitbekommen. Ah ja, da ist sie. Und rüber. Und dann wieder nur rechts stricken. Na komm her. Ja, die Nadel ist auch nicht gerade das Tollste, aber ich habe gerade keine andere frei. Ja. So. Dann drehen wir die Arbeit.
und setzen eine Rechtsreihe drauf. Das heißt, unser Strickstück ist auf der rechten Seite links gestrickt. Das zeige ich euch gleich. Ich gehe da mal ein bisschen flotter drüber. Hoch. Mein Faden will nicht, wie ich das will. Also wenn man das macht, ist die ganze Angelegenheit sehr locker. Aber mit dieser Reihe, die man dann in eine Rechtsmasche rüberstrickt, bekommt das Ganze wieder Festigkeit. Von hinten sieht das so aus. Und von vorne sieht das dann so aus. Da wird dann auch weiterhin noch die nächste Reihe mit Linksmaschen gestrickt, also dass das Ganze noch in links bleibt und dann natürlich so richtig schön rauskommt. Sieht natürlich toll aus. Dafür bekommt ihr auch eine Anleitung von mir, die ich geschrieben habe, und ich hoffe, ihr findet daran Gefallen und Spaß beim Stricken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.